Das, was ihr hier hinter uns seht, ist tatsächlich der Krüger Nationalpark, einer der besten Orte weltweit, um auf Safari zu gehen. Es ist kurz vor 6 am Morgen und wir sind auf dem Weg zu unserer ersten Safari. An diesem ersten Tag sind wir auf eigene Faust mit dem Mietwagen losgezogen. Denn das geht im Krüger Nationalpark coolerweise. Und es war erfolgreicher als gedacht. Wir haben nicht nur viele Elefanten, Zebras, Giraffen und Antilopen gesehen, sondern auch ein Rudel Löwen, kämpfende Flusspferde, Wasserbüffel und ein paar Nashörner, die sich hier noch ganz gut vor uns versteckt haben. Danach waren wir so angefixt vom Safari-Erlebnis, dass wir direkt einen zweiten Tag geplant haben. Dieses Mal eine richtige, geführte Safari-Tour. Die war ein ganz besonderes Erlebnis und hat nochmal ihre ganz eigenen Highlights parat gehalten. Mehr dazu nach dem Intro. Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier. Eigentlich berichten wir in unseren Videos von unseren Reisen mit dem Campervan. Die letzten anderthalb Jahre sind wir mit unserem Kastenwagen kreuz und quer durch Europa gereist. Davor auf dem Landweg über die alte Seidenstraße von Deutschland über Zentralasien bis nach Thailand gefahren. Ja, wirklich mit diesem Auto hier. Und jetzt, nach 31 Monaten Vollzeit-Vanlife, lassen wir unseren Camper zum ersten Mal stehen und sind nach Südafrika geflogen. Heute nehmen wir euch mit auf zwei ereignisreiche Safari-Tage im Kruger Nationalpark. Wir erleben mehr Löwen, als wir uns jemals erträumt hätten, und das aus nächster Nähe. Wir sehen einen Geparden mit ihren Jungen im hohen Gras verschwinden, beobachten eine Nashornfamilie, erspähen einen Leoparden im Baum, freuen uns über süße Mini-Elefanten und vieles mehr. Es gibt einiges zu sehen. Los geht's! Eigentlich stellen wir uns im Urlaub selten einen Wecker auf 4.15 Uhr am Morgen. Aber an diesem Tag muss es sein, denn schon um 4.45 Uhr werden wir an unserer Unterkunft im Malos Park abgeholt, um pünktlich noch ein paar Minuten vor der offiziellen Öffnung der Gates im Kruger Nationalpark zu sein. Unsere Fahrerin und Safari-Guide ist Carrie. Die junge Südafrikanerin wurde uns von unseren Gastgebern wärmstens empfohlen. In den nächsten 6 Stunden sollen wir viele interessante Fakten über die Tiere im Park lernen. Über ihre Verhaltensweisen, ihr Zusammenspiel, ihre Bedrohung durch Wilderer und vieles mehr. Und Carrie weiß, wo sich die Tiere häufig aufhalten. Und so sind wir gerade mal 20 Minuten im Park, als wir das hier zu Gesicht bekommen. So usually
If it's a good copulation, you'll see the males are a bit barbed at the end of his penis. So the barbs are there so to stimulate her. If he hasn't done a good enough job, the barbs haven't done anything. If he has done a good job, you'll see that she will growl at him, turn around and slap him, because it actually hurts her. Okay. So when she does that, then you know it's been a good copulation. Okay. She actually came up behind my vehicle and gave it a smack. So I'm very wary of her. Because when she goes for the vehicle, it's fine. But the problem is, you know, you've got the... Even though it's his son, this sort of growling is him showing, reminding his son that he's still dominant. Just watch, you might pick a fight here. When they were all calling, the young male didn't. So he's being submissive. Shame. Get picked on. Eventually, he'll start leaving his pride in probably the next 6 months or so. Hopefully, he'll leave with his brother so that he won't be on his own. Yeah. That was very cool. Yeah. You guys happy to move on? Yeah. Wow, was für ein Erlebnis. Wirklich faszinierend. Aber der Tag sollte noch mehr für uns im Petto halten. Erst ein paar Affen, Gnus, Elefanten und Co. Und dann, kurz nach einem großen Flusspferd, sehen wir zwei sehr seltene Tierarten. He's missing his tail. So obviously for them, when they are being dominant, they scatter their dung with their tail. So a lot of times when the males fight each other, they go for the tail. It takes their dominance away. Hello. She's coming back. Mom's getting upset. Come, children. Okay, mom and a baby, and might be a male that's sitting a little bit behind. So usually when moms have babies that size, the males are starting to get interested in mating with the females. So he'll follow her around. Yeah, shame. And you'll find all our rhinos have probably been dehorned. So the Krugers come and chopped all the rhino horns off to protect them from being killed. Which they decided to leave as a last resort. Yeah, so our rhino numbers are quite low compared to what they used to be. We've lost about 70% of our rhino population in 10 years. Okay. So move quickly, This cheetah's long gone.
Nach einer kurzen Mittagspause und einem heiß ersehnten Kaffee starten wir in den zweiten Teil unserer Tour. Löwen, Elefanten, Wasserbüffel und Nashörner haben wir schon gesehen. Fehlt also noch ein Leopard, um die berühmten Big Five gesehen zu haben. Aber Leoparden sind wahre Meister der Tarnung. Und sowieso haben wir schon jetzt so viel mehr gesehen, als wir uns jemals hätten erträumen lassen. Aber dann, per WhatsApp bekommt Carrie von einem befreundeten Ranger einen Hinweis auf eine Leopardensichtung. Soll unsere Glückssträhne wirklich anhalten? Moving forward. So always coming back. So lay down so again with the head. If we go to the old position, he's facing us now. Yeah. We're good. Okay. Sure. There he is. Yeah. Da sind wir wieder. Ja, das war ultra cool. Wir haben Löwen gesehen. Und zwar nicht nur irgendwie so im Schatten unter einem Baum zu erahnen, sondern mitten auf der Straße. Ja, und das ist halt der Vorteil, wenn man mit so einem Guide unterwegs ist. Die wissen halt, wo sich die Tiere in der Regel aufhalten. Die sind untereinander connected, also die funken sich dann an und... Ja. Und es ist sowieso auch nochmal ein ganz anderes Gefühl, in diesem offenen Wagen unterwegs zu sein, finde ich. Man fühlt sich halt viel näher dran. Ja, und man sitzt so hoch. Man sitzt höher. Hat man auch einen besseren Blick. Also das ist schon, doch, das hat sich gelohnt. 100%. Absolute Empfehlung. Also ich würde beides machen, wenn es geht, weil Mietwagen und Selbstfahren hat auch seine eigenen Vorteile. Ich würde erst eine Tour machen und dann fahren. Weil wir jetzt die Straßen wissen, wo sind normalerweise die Geparden, wo sind normalerweise die Löwen oder zumindest ein paar Hinweise in die Richtung haben. Ja. Also ja, erst eine Tour und dann noch ein bisschen selber fahren, um Geld zu sparen und einfach in seinem eigenen Tempo unterwegs sein zu können. Und auch den Leoparden hätten wir nie gesehen, wenn wir alleine unterwegs gewesen wären. Nee, niemals. Also den kannst du gar nicht so sehen an der Stelle. Und wenn du dann nicht zufällig da vorbeifährst und siehst, dass da 20 Autos stehen, dann auch dann... Ja, aber in dem Fall, da stand ein Auto? Als wir ankamen, war keiner. Stand da gar keins? Nein. Ja, das war ein sehr, sehr erfolgreicher Tag. Haben wir heute die Big Five gesehen? Wir haben Elefanten gesehen, wir haben Wasserbüffel gesehen, wir haben Löwen gesehen, wir haben Leoparden gesehen. Wir haben Leoparden gesehen
Und Nummer 5 ist Nashorn. Wir haben auch Nashörner gesehen. Die waren sehr weit weg. Ja. Ja, zusammengefasst, definitiv ein absolutes Highlight. Absolut lohnenswert. Ja. Ja, und kurze Info, wie wir jetzt diesen Tourguide oder diesen Tour Operator Safari Guide gefunden haben. Wir haben einfach unsere Hosts hier gefragt, ob sie denn jemanden wissen, den sie empfehlen können. Und die haben sich ein bisschen umgehört und ja, Kerry wurde ein paar Mal empfohlen. Und wir können Kerry auch absolut empfehlen, Family Total. Business. Ja. Und super viele Infos über Tiere und den Park bekommen und wir hätten alles fragen können. Ja. Ich ärgere mich ein bisschen, was wir vergessen haben zu fragen. Was? Wo der African Clawless Otter zu finden ist. Ach so. Das hätten wir noch fragen. Vielleicht nochmal eine E-Mail schreiben. Ja. Ja. Das war cool. Das war mega. Und wir legen uns jetzt eine halbe Stunde aufs Ohr. Yep. Alright. Ja, heute ist schon unser letzter Tag hier im Marloth Park, aber morgen, da werden wir nochmal auf Selbstfahrer-Safari gehen. Wir werden ja quasi durch den Krüger durchfahren, um auf die andere Seite zu kommen, denn da im Westen haben wir auch noch ein paar coole Ausflugsziele im Visier. Und während wir dann unterwegs sind, wollen wir auch nochmal die Spots anfahren, die uns Kerry, unser Guide von gestern, gezeigt oder empfohlen hat. Denn vielleicht haben wir doch nochmal Glück, einen Leoparden zu sehen aus näherer Nähe, genauso wie Nashorn vielleicht aus kürzerer Distanz. Vielleicht auch nochmal Löwen, wer weiß. Wobei wir uns da, glaube ich, wirklich schon glücklich schätzen können, wie ja, viele und wie nah wir die gesehen haben. Aber man weiß ja nie, es gibt so viel zu entdecken und ich bin auch jetzt schon ziemlich sicher, dass das nicht die letzte Safari in unserem Leben bleiben wird. Morgen fahren wir dann also rüber auf die andere Seite und da wollen wir einen Tag lang über die sogenannte Panorama Route fahren. Das ist eine Strecke am Blythe River Canyon entlang. Den kennt ihr vielleicht noch nicht, aber das ist eine der größten Schluchten der Welt. Die wollen wir uns anschauen und danach machen wir uns auf den langen Weg in den Südwesten in Richtung Garden Route, in Richtung Port Elizabeth und Addo Elephant National Park. Aber das ist dann erst Gegenstand des nächsten Videos. Jetzt gibt's erstmal Safari Tag Nummer 3 und hoffentlich nochmal ganz, ganz viele Tiere. Yeah! Wir sind wieder ganz früh unterwegs. Es ist 5.30 Uhr. Wir sind ganz kurz vorm Gate. Los geht's, die Sonne geht gerade auf. Ja.
Wir haben heute bisher relativ wenig Tiere gesehen, muss man sagen. Also wir sind alle Hotspots, die wir kennen, für Leoparden und Löwen abgefahren. Da hatten wir kein Glück. Und klar, dazwischen sind wir dann jetzt ein bisschen schneller gefahren als sonst und das macht dann natürlich auch einen Unterschied. Aber auch hier jetzt auf Strecken, wo wir vorgestern schon lang gefahren sind, heute nicht so viel los. Also was nicht heißt, ne? Wir sehen immer noch ständig Tiere, ja. Elefanten und Giraffen und Zebras und was weiß ich. Ja. Wir halten jetzt halt nicht mehr überall die Kamera drauf, weil wir irgendwie alles schon 18 Mal gefilmt haben. Aber es fällt trotzdem auf, dass wir heute doch merklich weniger Tiere sehen als in den letzten beiden Tagen. Mhm. Keine Ahnung, woran das liegt. Cool. Boah, wie geil sieht das denn aus? Da, siehst du, jetzt hinter da zwei. Da, jetzt haben wir ihn auch. Oh, seid ihr klein. Oh Gott. Gott, seid ihr klein. Oh. Oh Gott, seid ihr klein. Oh. Ich weiß nicht, wo lang. Kein Baum in sich. Carrie hat uns gestern auch gesagt, dass das Gras momentan so hoch ist wie seit 8-9 Jahren nicht mehr. Also es ist natürlich, ne, sowieso jetzt in der Regenzeit im Sommer, hier Sommer, deutlich höher als sonst, aber eben ja, so hoch wie seit sehr langer Zeit nicht mehr. Und das macht es nicht unbedingt einfacher, die Großkatze zu sehen. Ja. Wir haben gerade einen Leoparden gesehen, da unten im Gras, für so 2 Sekunden und jetzt finden wir ihn nicht mehr wieder. Wir suchen schon seit 5 Minuten, ein paar andere jetzt auch. Da hinten sind Giraffen. Aber sehr ähnlich vom Fell. Sehr ähnlich vom Fell, ein bisschen größer. Na, finden wir einfach nicht mehr. Hoffentlich taucht er nochmal auf. Ja, das ist ein Dreierfight, oder? Ja. Ja. Dreier-Vierer-Fight, würde ich sagen. Wart ihr baden? Ja,
Ja, das sah sehr nach einem verletzten Löwen aus. Das ist dann eben auch irgendwie Teil der Natur, nicht der schönste Teil, aber es gehört eben dazu. Der scheint sich da irgendwie abgelegt zu haben. Was da passiert ist, wissen wir natürlich auch nicht. Ich denke mal, die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass er von irgendeinem anderen Löwen in irgendeinem Kampf da verwundet wurde. Man konnte jetzt auch nichts genau sehen, ist auch besser so. Aber ja, der lag da so im Straßengraben und hat vor sich hin geatmet. Das sah nicht wirklich gut aus. Aber ja, wie gesagt, das ist Natur und gehört dazu. Nicht so das tollste Ende für unser Video. Eigentlich hatten wir uns natürlich gehofft, dass wir jetzt noch ein paar Löwenbabys sehen oder ein kleines Hippo oder ein kleines Nashorn oder ein paar Cheetah-Babys oder Leoparden-Babys. Aber das sollte alles uns verwehrt bleiben heute. Aber ich glaube, beschweren können wir uns definitiv nicht, weil wir hatten überragende Tage. Wir sind beide super happy und überwältigt von diesem Erlebnis und total froh, dass wir unsere Pläne eben geändert haben, dass wir kurzfristig hierher gefahren sind. Das ist wirklich einfach ein Erlebnis für sich. Beides war richtig cool, Selbstfahren als auch die geführte Tour. Beides hat Vor- und Nachteile. Einfach toll. Ja. Ja. Thank you. Bye. 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 Oh, und wir melden uns natürlich nächste Woche wieder. Da werden wir einen Tag auf der Panorama-Route verbringen und uns dann auf den Weg machen hin zur Garden Route und da unsere ersten Kilometer fahren. Ich bin sicher, auch das wird cool. Und ja, wir sind gespannt. Und ja, hoffentlich schaltet ihr auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr mögt. Und ne, hier Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn ihr mögt. Das würde uns beide sehr, sehr freuen. Und bis nächste Woche. Bis